Moin Moin, der Kuso Oskar hier wieder und ihr lest es unten. Sommerevent, besondere Spielerzeit. Momentan laufen die Runden wieder extrem bescheiden. Hier in dieser Runde bin ich mit dem guten Jingle unterwegs gewesen. Und egal was wir getan haben, wie wir uns angestrengt haben, das Team hat wirklich alles versucht, um diese Runde noch gegen die Wand zu fahren. Hier jetzt den ersten Gegner weggeholt, auf dem Weg zu meiner Position an der Kirche, die ich beziehen wollte. Natürlich immer schön rechts und links am gucken, ob nicht doch noch einer mir eine Granate verpassen will. Wir haben uns dann so ein bisschen entschlossen dazu, uns aufzuteilen. Während Jingle zu C gefahren ist und das dort gehalten hat, habe ich mich um B bzw. die Mitte gekümmert und habe versucht, möglichst viel Fläche abzudecken. Die Kanone habe ich ja glücklicherweise dafür. Es ist halt leider nur so gewesen, dass das eigene Team halt wirklich nichts auf die Reihe gekriegt hat. Da jetzt scheinbar durch das Sommerevent wieder alle spielen wollen und sich irgendwelche Fahrzeuge ergrinden wollen oder halt einfach nur mal wieder reinschauen wollen. Die haben halt wirklich, wir haben 2 Punkte gehalten, die haben den dritten nicht eingenommen gekriegt oder wenn wir uns dann anderweitig verteilt haben, haben die es dann nicht geschafft, den Punkt zu halten, haben ihn wieder verloren. Es war wirklich ein einziges Trauerspiel. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie da jetzt momentan eure Erfahrungen so sind. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es wirklich jetzt durch das Sommerevent wieder schlimmer geworden ist. Um den Rest der Runde so ein bisschen zusammenzufassen, wir wurden dann letztendlich in die Defensive gezwungen. Jingle wurde abgeschossen und ist dann in den Flieger gewechselt und hat versucht, so Support zu leisten. Ich werde jetzt hier gleich noch den Panther rausnehmen und werde dann anschließend beim Versuch, den Cap zu verteidigen, abgeschossen. Und werde letztendlich noch mit einem anderen Fahrzeug einen Push unternehmen, weil halt die Tickets gegen uns laufen und wir halt so ein bisschen in Zeitnot sind. Aber tatsächlich haben sich dann die Gegner zusammengerauft und haben dann wirklich alles uns entgegengeworfen, was sie hatten. Und dadurch sind wir nicht mehr in die Situation gekommen, da irgendwas zu reißen. Hier bin ich jetzt also sogar schon so nervös gewesen, dass ich einen Schuss vergeigt habe, den ersten. Einfach weil halt wirklich Zeitnot war. Der zweite hat dann gesessen und das soll es dann auch in dieser Runde gewesen sein. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ihr so momentan erleiden müsst in den Runden. Und ich sage mal, lasst euch nicht ärgern. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.